Es gibt ein tolles Zitat von einem Investor, der hat mal gesagt, es gibt kein Geschäft, was so gut ist, dass es nicht ein schlechtes Team zugrunde richten kann. Und es gibt auch kein Business, das so schlecht ist, dass es nicht ein gutes Team retten kann. Also das Team ist entscheidend und erfolgreiches Gründen, wir haben es gerade schon gehört, hat was damit zu tun, ein gescheites, ein gutes, ein passendes Team aufzubauen. Wir haben vor 2 Jahren genau diesen Prozess durchlaufen, was eigentlich jedes junge Unternehmen durchlaufen muss, haben da einiges an Erfahrungen sammeln dürfen, einiges an Einschränkungen oder Rückschritten natürlich auch machen müssen und dadurch ist auch die Idee der Gründerspinnerei entstanden. Da können wir helfen. Also wir können sicherlich unterstützen, zu erkennen, wo denn die Schwierigkeiten vielleicht im Team liegen, gerade das Gründerteam, die 2, 3 Leute am Anfang sind ganz wichtig. Also wie binde ich die Mitarbeiter ein, wie finde ich demokratische Entscheidungsprozesse, wie organisiere ich Rollen, ist so ein Thema. Es gibt eine Studie vom RKW, die sagen, 60% der Startups scheitern am Team, an mangelhafter Rollenklärung, an mangelhafter Klärung von Zuständigkeiten. Jeder macht alles, aber keiner macht was am Ende. Ja, Team, toll, ein anderer macht's, auch so eine bekannte Abkürzung. Da können wir helfen, da können wir unterstützen, haben wir viel Erfahrung, glaube ich. Wir wissen, was funktioniert und auch was nicht funktioniert.